So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS2. So. Genau, wir waren gerade dabei, Strecke zu fahren. Genau, wir waren gerade im Kreisverkehr. Ja, also schon wieder ein paar Minuten vergangen seit der letzten Folge. Gut. Lange Rede, die gar keinen Sinn. So. Fertig zum Losfahren. Dann wollen wir mal ein liebliches Lied anstimmen. Bitte rechts halten. Sehr liebliches Lied. So. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Was? Ich hasse den Kredit jetzt schon. Ich sage, wir müssen so schnell wie möglich von dem Kredit loskommen. Das heißt, dass wir in Zukunft nichts kaufen hier. Sondern wirklich erstmal warten, bis der Kredit weg ist. Hey, gar 1800 Kilometer? Oh, der ganzen Fährabschnitten. Ich wollte gerade sagen, so lange kam mir das gar nicht vor hier, aber ja, doch, schon. Mittlerweile ist die Map halt einfach so scheiße groß geworden. Das ist halt echt krank. Da sieht man, genau hier, Istanbul, ne, da waren wir schon ein paar Mal. Aber wir sind halt immer hier lang gefahren, weil alles jenseits von dem Bereich hier, so, ist halt alles neu tatsächlich. Zumindest waren wir da im Let's Play noch nie. Wird mal Zeit, dass wir die Gegend unsicher machen. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Grüner Tesla, Alter. Ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie immer noch dran gewöhnen. Bei mir müssen Teslas einfach weiß aussehen. So, ich weiß nicht warum.
Nimm diese Ausfahrt. Wow, ein ganz alter BMW. BMW, Mercedes? Ah, von beiden. Damals sahen alle gleich aus und wieder Tesla, aber diesmal wird es in weiß. So muss ein Tesla aussehen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Plastik. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Krank, wenn man so ATS und ETS parallel spielt, oder halt im echten amerikanischen und europäischen LKW kennt, wie leise die Luft, also die Handbremse bei europäischen LKWs ist im Vergleich zu amerikanischen. Ja, bei amerikanischen, da wirst du taub beim Betätigen der Handbremse oder beim Lösen. Und bei europäischen hörst du die kaum. Aber das ist allgemein so. Das ist auch immer wieder, wenn so Amerikaner europäische LKWs sehen,
sind sie auch mal wieder verblüfft. Weil eben, irgendwie gehen die europäischen LKW viel mehr auf Komfort. So, wir Europäer sind vollkommen verwöhnt, was unsere LKWs angeht, ja. Alles ist super leise, man hört nahezu nichts in der Fahrerkabine, im Vergleich zu amerikanischen LKWs. Alles ist super bequem und gemütlich und großräumig und man hat überall viel Platz, riesig hohe Decken. Und als, ne, die amerikanischen LKWs sind dafür super, ja, halt genau das andere immer. So, wo sind wir gleich hin? Nach Neapel. Hä? Ach nee, wir müssen erstmal hier rüber. Ah, nevermind. Route neu berechnen. Wir müssen erstmal auf die andere Insel. Ja. Guter Apfelsaft. So. Was war los? Das sieht aber nicht so gemütlich aus, was Wetter angeht. Regnet es gerade? Nee, ne? Dreckswetter. So. Ich weiß, war der Einfahrt, aber am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Bietet sich halt so sehr an, um da rauszufahren. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Es ist doch gleich dunkel. Holy shit. Also dann können wir auch hier mal gucken, ob wir, ne, wie jetzt hier die Nächte aussehen, wobei die Nacht sehr bewölkt aussieht. Aber bin mal trotzdem gespannt. Das sind ja aber auch Kurven, Alter. Und die mit 80 durch. Holy shit. Immer diese abgeschnittenen Lieder. Oh, Sonnenuntergang. Alter, das sieht ja auch schon. Guckt euch das an, Alter. Können wir wohl dieses Kackding da rausnehmen? Time to be alive.
So, und ausblenden ist bestimmt das andere. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ah, sieht der Himmel schon echt. Oh, warte rum. Sieht echt schnieke aus. Aber wie gesagt, ne, dass man hier im Dunkeln ist. So. Und dann heller wird. Bumm. Dass ist dann, ne, das Auge sich dran gewöhnt und so. Das hier wahrscheinlich vielleicht nicht so sehr. Aber das gibt es ja schon eigentlich schon immer bei ETS. Gut, also jetzt nicht immer, aber. Schon relativ lange. Ja, schon geil. Was halt immer noch ein bisschen traurig ist, ist halt hier diese abgezackte Shadow Map. Dass die Shadow Map halt relativ niedrig auflösend ist. Deswegen hast du immer diese Zickzack-Muster überall. Naja. Wie gesagt, zum einen Shadow Map und zum anderen dieses LOD ist definitiv irgendetwas, was man irgendwann mal konfigurierbar machen muss. Dass man einfach sagen kann, okay, nee, ich möchte bei der Shadow Map die achtfache Auflösung haben und ich möchte auch bei LOD die achtfache Sichtweite haben. Also einen Multiplikator von achtfach haben. Das dürfte grafisch das Spiel noch mal derbest hoch. Ging's dann. Aber wie gesagt, klar, macht halt alles Sinn bei leistungsschwächeren Systemen. So. Aber es gibt halt auch Leute, so wie ich, die halt eine Grafikkarte haben, die locker wesentlich mehr könnte. Und die hier völlig unterfordert wird. Ja, das heißt, man könnte aus dem Spiel grafisch noch so viel mehr rausholen. Und dabei wird man einmal halt zurückgehalten. So. Was ist denn hier los? Mhm. Interessant. Oh, hier auch einer. So. Aber immer noch 1500 Kilometer vor uns, ne? Aber noch ein gutes Stück. Und langsam wird es dunkel. Ist halt die Frage, dadurch, dass wir jetzt öfters mit den Fähren fahren, brauchen wir halt fast nicht schlafen jetzt erstmal. Mal gucken, wie wir jetzt mit der Zeit hinkommen, ob wirklich eine richtige Nachtfahrt wird. Ich glaube mal, bis wir jetzt zur nächsten Fähre kommen, dürfte es wahrscheinlich schon Nacht sein. Die nächste Fähre, die jetzt kommt, wird aber dann relativ so, also halt ne, so lange brauchen, dass wir dann da schon wieder fast am Tag rauskommen. Das heißt, so viel Nachtfahrt werden wir wahrscheinlich nicht haben. Aber ein Stück schätze ich schon. Achso, und es gibt jetzt, was mir aufgefallen ist, auch wesentlich mehr Settings. Ne, gerade wenn man jetzt hier im Fotomodus ist. Ja, da. Da hat man jetzt alleine bei Helligkeit hat man hier mittlerweile 13 Stück, wie man gerade gesehen hat. So, 13 Stück. Da hat man hier auch nochmal ein paar. Und mal 10 Stück. Das heißt, insgesamt hat man jetzt 23 Settings. Damals hat man insgesamt gerade mal so 10 oder 12 oder so. Also da haben sie nochmal ordentlich draufgelegt. Und unter anderem hat man jetzt hier auch wirklich eins. Ich wollte gerade gar keinen Linksklick machen, egal. Genau, hier sieht man es auch schön, wie es heller und dunkler wird, der Himmel, je nachdem, wie du guckst. Vor allem sieht man jetzt hier, wumm,
ne, wie sich das Auge dran gewöhnt. Und ja, auch gefühlt ist jetzt hier wesentlich heller. Man sieht das hier in der Nacht wirklich alles. Man kann alles erkennen. Obwohl hier kein Licht hinkommt. Hier sind keine Laternen, kann ich dann gar nichts, aber man kann hier auf dem Berg wirklich alles erkennen. Na, richtig schön die Sträucher mit den Schatten. Also ich glaube mal tatsächlich auch hier bei ETS ist es heller geworden. Wahrscheinlich ist es genau das, was ich mit dem HDR meine. Schon krass. Ah ja, ach ja, stimmt, siehst du, und Mond ist jetzt da. Mond ist dazu gekommen. Das sieht man. Tada, wir haben jetzt einen Mond. Hui. Ja. Voll süß und so. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Irgendwie, es gibt mich auch noch. Ich weiß gar nicht mehr. Bei ATS war es, glaube ich, irgendwas mit der 5. Oder? Kann ich mal hier ist. Klappt. Oh Gott. Ah ja doch, die 5, ja. Ich weiß gar nicht. Waren bei ATS hier auch 13 und hier 10? Kann sein, dass sie es genau angegleicht haben? Macht ja Sinn, weil es ja die Engine. Die Engine ist ja bei ATS und ETS gleich. Also wahrscheinlich auch die Wetter-Szenarien. Ja, und man sieht hier bei der 5 ist hier halt übelster Nebel. Und der sieht halt mittlerweile so gut aus. Das ist einfach nur krass. Guckt euch das an, Alter. Das ist doch, also wenn das keine Suppe ist. Aber weiß ich auch nicht. Ist schon sehr, sehr geil. Na. Hey, jetzt haben wir hier einen klaren Himmel. Hat sich gerade nicht noch ein bisschen bewölkt? Kann sein, dass er jetzt, weil ich im Fotomodus den Himmel umgeschalten habe, er jetzt ein bisschen durcheinander kommt. Oder zumindest den Himmel zurücksetzt. Und dann, weil wenn du speicherst und dann lädst, oder das Spiel beendet oder das Spiel wieder startest, dann hast du ja auch teilweise einen etwas anderen Himmel. Ich schätze, was liegt daran, weil er ständig zwischen den Himmels wechselt. Wenn er halt Himmel A hattest und als nächstes kommt Himmel B. Und du bist gerade in so einer Transition. Und du speicherst an der Stelle und legst dann später neu. Dann ist er nicht mehr in der Transition, sondern ist direkt schon bei bei Himmel B. Und dadurch wirkt es, als wenn der Himmel anders aussieht, obwohl einfach nur die Transition bereits vollendet ist. Ich schätze mal irgendwie sowas. Aber genau wissen, tut das keine. Außer die Entwickler von SCS vielleicht. Da müsste man von ausgehen. Hier ist Parkverbot. Okay. Ja, gar kein Licht an. Ah. Alter, so hell. Holy shit. Ist schon krass, wenn man bedenkt, wie hell heutige Bildschirme eigentlich sind, ne? Ich meine, die Bildschirme jetzt hier, die haben, weiß gar nicht mehr, 300 oder 350 Nits. Oder 330, keine Ahnung. Irgendwie so eine 300er Bereich auf jeden Fall. Weil das ist halt, wenn du die halt auf volle Helligkeit hochstellst, was jetzt sind,
das ist diese, die weiße Flächen, so hier links der Bildschirm, blenden tatsächlich schon fast. Das hat wirklich den Effekt, so wie wenn du nachts mit dem Handy arbeitest und dein Handy einschaltest und erstmal von dem Display geblendet wirst, hast du hier genauso. Wenn du hier irgendwelche dunklen Hintergründe hast oder sowas und den auf einmal Ordner öffnest, wo dann alles weiß ist, hast du auch erstmal einen Blendeffekt. Ist schon krank. Oh, das ist dunkel, aber man kann immer noch alles erkennen. Man kann jetzt mittlerweile echt komplett so fahren. Ne? Damals war es ja ein bisschen schwierig, so komplett dunkel zu fahren. Aber mittlerweile brauchst du gar keine Scheinwerfer mehr, weil so wie im echten wird das Auge halt komplett dran gewöhnt. Und man halt auch im echten viel sieht. Ich weiß nicht tatsächlich, müssen wir mal ausprobieren. Wie es jetzt ist, weil ne, es wird jetzt auch der Mond simuliert und zwar auch lichttechnisch tatsächlich. Das heißt, der Mond wirft auch Schatten. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Helligkeit sich tatsächlich auch nach dem Mond richtet. Also wenn jetzt also zum Beispiel Neumond ist, es auch wesentlich dunkler ist hier in Game, ne, weil der Mond dann halt kaum noch Licht reflektiert. Tesla. Gut, würde ich mal sagen. Machen wir an der Stelle auch Vollpause. Und dann, ja, sieht man sich zu einer späteren Folge denn dann wieder. Bis dann.